Wir sind zurück bei MXGP2 und ich kann euch sagen, wir haben eine ganz neue, frische Folge direkt aus der PlayStation 4, direkt auf euren Heim-Entertainment-System, damit ihr es euch reinziehen könnt. Und ich freue mich ganz herzlich drauf, dass ihr wieder meine Boxencrew memt. Tja, wir werden heute eine neue Maschine wählen. Die Suzuki hat sich sehr gut bewährt, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht. Und es haben sogar einige von euch auf die Anfrage reagiert und wollten eine neue Marke sehen. Finde ich gut. KTM und Husqvarna standen zur Wahl und ich dachte mir, tja, nehmen wir eine schwedische oder eine österreichische Marke? Und ich dachte mir, KTM ist ziemlich mächtig, kann man nehmen. Es gab auch das Argument, dass Husqvarna auch jetzt zur KTM gehört und deswegen das ein und dasselbe ist. Das kann man so nicht sagen. Husqvarna ist auf jeden Fall die zweitälteste am Stück produzierte Motorradmarke, die es gibt, noch vor Harley-Davidson. Und hätte ich so gar nicht gedacht, dass das so krass ist. Ich habe mir nie viel Gedanken um diese Motorradmarke gemacht, weil sie hat nie was gerissen. In der Vergangenheit schon, aber sie wurde oft verkauft. Zum Beispiel wurde sie von Kagiwa aufgekauft und das Lustige ist, Kagiwa wurde seinerzeit dann von MV Agusta aufgekauft, die wiederum dann die Rechte an BMW verkauft haben und die, ja, dann irgendwann alles an KTM abgegeben haben. Und jetzt momentan ist es so, dass irgendwie jeder die Rechte an irgendwas hat. Der eine ist der Produzent, der andere hat die Markenrechte und der andere hat dies und jenes. Also kann man sagen, ein Hoshi ist auf jeden Fall eine Motorradmarke, was viel durchlebt hat. Aber wenn man es mal so nimmt, VW ist auch nichts anderes als Lamborghini und natürlich Seat und Skoda. Alle, die damit zu dieser VW-Familie gehören, ist genau das Gleiche. Da kann man ruhig mal sagen, irgendwie ist es nicht wirklich mehr das, was es mal war. Es ist nämlich eigentlich nur noch... Oh, warte, ich muss mal zurück. Ich glaube, wir müssen auf Anpassen gehen, um eine neue Maschine zu holen. Denn ich glaube, so rum war das. Und ja, das ist auf jeden Fall was Interessantes, weil zum Beispiel ein Mini Cooper hat jetzt auch BMW-Technik drin. Und wenn man mal guckt, dass auf jeden Fall auch BMW versucht hat, Husqvarna ja beizubehalten, kann man mal sagen, vielleicht haben sie doch viel verändert. Ich weiß nicht. Ist aber auf jeden Fall eine sehr interessante Marke. Ich habe mir ein bisschen durchgelesen davon und ich habe mir auch mal ein bisschen die Geschichte angeguckt, was sie so im Rennsport und so gerissen haben. Über viele Jahre haben sie nichts mehr gerissen. Und das liegt einfach daran, dass die viel hin und her geworfen wurden. Aber wir geben ihnen mal eine Chance. Darum habe ich sie jetzt auch gekauft. Und naja, mal gucken, wie viele Öcken übrig bleiben. Wir haben jetzt noch 16.000 Credits. Ich glaube, das bleibt nicht viel übrig. Aber wenn wir sowieso die Meisterschaft hier jetzt durch haben und die komplette Aufnahmesession für die MX2-Klasse fertig haben, können wir in der MXGP gerne dann mal auf die KTM umwechseln. Ne? Ich glaube, so haben wir es ganz gut getroffen. Okay, so, lass es uns auswählen. Ich bin gespannt, wie wir das Ding optisch verändern können. Wir werden erstmal gucken, ob wir da in Sachen Optik was reißen können. Ja, eine Farbe, sehr schön. Oh, schöne Farben. Sehr klassisch gehalten. Die Motocross-Bikes wurden übrigens von... wie spricht man das aus? Italienisch halt, ne? Ich kann es nicht aussprechen. Gagiva... Chaviga, ich kann es nicht aussprechen. Aber auf jeden Fall haben die das eingeführt und das ist eine schöne Sache. Also hat die Marke dadurch erstmal einen guten Boost bekommen. Tja, irgendwie hier, bei der hat man auch immer so die gleichen Sachen, ne? Kann das irgendwie sein? Das sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Was ist das hier noch? Ich würde mal sagen, wir nehmen das hier. Das kommt auch ganz gut an die Marke ran. Nehmen wir. So. Ach ja, und auf jeden Fall muss ich mich auch noch entschuldigen, dass ich bei der letzten Aufnahmesession in der einen Folge so mental entgleist bin. Ich habe es auch in Überschrift reingeschrieben, aber die Woche war einfach zu hart. Und ja, gestern war Livestream, oder besser vorgestern, die am Donnerstag war ja die Folge. Und ja, wir haben 10 Stunden lang gestreamt, das war eine schöne Sache. Ein paar Leute waren da. Viele haben bis zum Schluss durchgehalten. Danke deswegen nochmal. Und ja, vielleicht, wenn du Lust hast, jeden Donnerstag streamen. Ich weiß noch nicht, ab wann. Immer so zwischen 17 und 19 Uhr geht's los. Hängt dann davon ab, wann wir, oder besser, wann ich nach Hause komme.
Weißt du was, wir hängen hier mal so ein richtig grünes Ding ran. Wir machen mal so eine Mischmaschform. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube, das passt auch ganz gut, wenn wir hier so eine Mischmaschform ranmachen. Das Bike hat ja schließlich viel durchlebt, hat viele Marken durchlebt und ja, mal gucken, was wir da rauskriegen, ne? Von jedem etwas. Da können wir davon das Ding mal richtig bunt machen, würde ich sagen. Ja, aber woran liegt es momentan, was los ist? Naja, es ist einfach stressige Zeit und ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen übernommen mit den Let's Plays. Aber nicht in der Tatsache her, dass ich viel aufzunehmen habe, sondern dass mir einfach die Zeit fehlt. Das ist das Problem. Momentan stehen halt Überstunden an in der Werkstatt. Schrauben, Schrauben, Schrauben ohne Ende. Und ja, da musst du ja auch öfter mal schlafen und ein bisschen arbeiten noch am 24-Stunden-Tag. Und da, wenn du da noch ein bisschen Let's Plays aufnimmst, da wird auf jeden Fall erstmal die ganze Ecke ein bisschen tricky. Momentan, naja, foppt mich einfach alles bei der Arbeit und ich schaff's einfach nicht, Beruf von Freizeit zu trennen und das habt ihr ja schon mal gehört. Dass man an der einen oder Stelle sich über Kleinigkeiten aufregt, wo man sich eigentlich nicht so extrem drüber aufregen müsste. Aber naja. So, das Bike sieht doch bis jetzt schon mal sehr interessant aus. Wird wahrscheinlich ein richtig, wird so ungefähr so, als hätte das ein Clown ausgekotzt, aber naja, wer weiß. Naja, ich habe sowieso jetzt überlegt, dass ich vielleicht das ganze Format des Kanals umändere. Dass ich eventuell vielleicht doch wieder die Let's Plays zurückfahre. Dass ich doch nicht 4 bis 5 mache, sondern dass ich jetzt erstmal weitermache mit den Let's Plays, wie sie halt laufen, bis die Spiele durch sind. Und meine Stimme versagt gerade, Moment. Einfach gestern zu viel gestreamt. 10 Stunden lang nonstop quatschen und dennoch die ganze Zeit im Laden gequatscht. Ja, da macht die Stimme nicht lange mit. Aber naja. Da müssen wir durch. Ist halt jetzt so. Können wir nichts gegen machen. Okay. So, sieht das eigentlich ganz gut aus, das Bike bis jetzt. Und ja, ich habe auf jeden Fall während des Streams so festgestellt, es ist sehr entspannt gewesen, sich einfach mal die Seele frei zu reden. Und darum werde ich demnächst nicht jetzt mehr von mir erzählen, das nicht. Also ich muss euch ja nicht unbedingt langweilen. Ist ja schon schlimm genug, dass er hier sowieso zuguckt. Nein, es ist einfach so, ich setze ein bisschen mehr auf Qualität anstatt auf Quantität. Das heißt, ich wollte ja eigentlich, ich weiß gar nicht, warum ich es machen wollte. Ich wollte einfach viele Videos raushauen, dass jedes Genre bedient ist. Momentan sind halt sehr viele Rennsportspiele bei mir auf dem Kanal. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass das halt so ein bisschen in einen Motorsportkanal abändert hier das Ganze. Naja, das ist das einzige Metier, womit ich mich auskenne mit Maschinen. Und das Ganze, alles was mit Fahrtechnik und was mit Reparaturen und so zu tun hat. Und dass man sich halt ein bisschen mit was auskennt. Nehmen wir das, das sieht gut aus. Und ja, ich hoffe halt, dass es da halt nicht zu kommt, ne? Weil ich bin Allround-Spieler. Nee, schon wieder. Entschuldigung, ich muss unbedingt die ganze Zeit husten. Ich muss nur kurz was trinken. Es ist halt momentan so, ich habe keine Zeit. Und ich will nicht, dass es ein reiner Hardcore-Motorsport-Kanal wird. Auch wenn es das ist, was mir am meisten liegt, möchte ich aber trotzdem gerne noch ein paar Adventure spielen. Shooter will ich vor allen Dingen spielen. Aber halt auf meine... Ei, nein! Ah, Scheibenkleister. Kann ich noch zurück? Na toll. Zurück geht anscheinend nicht. Wir gucken mal. Ja, zurück zum Hauptmenü gibt es. Aber ich glaube, wenn ich das mache, ist das Ganze abgebrochen, ne? Oder?
Möchtest du diesen Spielbericht in unangespielt gehen verloren? Ich möchte ungerne Punkte verlieren, da es ja gerade in der Karriere ein bisschen knapp steht mit der Zeit. Darum werden wir jetzt einfach mal doch noch weiter mit der Suzuki fahren. Ey, tut mir leid, ich habe gerade das Wasser weggestellt und da rutscht mir doch tatsächlich das Pad vom Schoß. Leid. Dann werden wir halt in der nächsten Folge mit der Husqvarna fahren. Ich kann es schwer aussprechen, Entschuldigung. So. Husqvarna heißt auch auf Schwedisch, was fährt er? Nein, natürlich. Ja, aber wie gesagt, ich muss mir auf jeden Fall jetzt erstmal einen Kopf machen, wie ich den Kanal weiter in Zukunft laufen lasse. Auf jeden Fall Let's Plays reduziert, aber und ich will auf jeden Fall die Qualität hochhauen. In Sachen, ja, spielerisch will ich schon meine Art beibehalten, aber wie gesagt, ein bisschen Seriosität will ich einbauen. Auf jeden Fall will ich mir hier nicht irgendwie so Best-of-Folgen zusammenschneiden, dass ich 20.000 Mal aufnehme und daraus dann das Beste mir zusammenschneide, wie so manch einer das auch macht. Will ich nicht. Ist auch ein bisschen fake immer und sowas, auf sowas stehe ich gar nicht. Darum muss ich mir was einfallen lassen. Ich versuche halt, wie gesagt, von jedem Genre jetzt eins abzudecken. Das Problem ist nur halt, 2016 ist so viel Müll rausgekommen, wenn man da noch November 2015 noch mit reinrechnet. Zum Beispiel Call of Duty und so. Da sind einfach schlechte Spiele, wo ich mir denke so, warum tust du das eigentlich noch an? Diese Kindergartenspiele, das ist es einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht, vielleicht muss ich doch von Konsole weg. Vielleicht muss ich doch von Konsole weg und auf PC gehen, weil es auf PC weitaus bessere Spiele gibt. Aber ich kann das auch nicht, Mann. PlayStation, ich bin ein Konsolenkind. Ich kann es nicht anders. Ich brauche meine Konsole. Ich brauche ein Pad in Hand. Ich kann nicht mehr mit Maus und Tastatur spielen. Die Zeit ist vorbei, dass ich das noch konnte. Darum versuche ich auch jedes Spiel am PC mit Controller zu spielen. Wenn du sowas hast wie Citizen Skylines, dann wird es auf jeden Fall ein bisschen komisch, wenn man das versucht mit dem Pad zu spielen. Ist leicht überfordert, die Steuerung. Ja, ich weiß nicht. Wie ich es mache, ist auf jeden Fall nicht in nächster Zeit. Weil, wie gesagt, ich mache hier den Kanal als Hobby. Und da sind wir auch schon wieder bei einem Thema, wo ich mir denke, so, wie machen wir das mit dem Hobby? Weil der Kanal wird immer größer, man will immer mehr gefallen. Und man sieht ja auch irgendwie, jetzt momentan kommen wieder viele Abonnenten rein und die Views steigen wieder. Kann natürlich daran liegen, dass natürlich jetzt ein paar Motorsportfreunde auf den Kanal gekommen sind. Muss ich halt gucken, ne? Was ist da los? Das gezielte Abo gegen Abo entsorgen und das gezielte hier Fake schauen, das ist ja eine ganz schöne Arbeit auf meinem Kanal, dass ich die Leute alle aussortiere und von meinem Kanal banne. Das hat sich bewährt. Natürlich sind dadurch die Views auch eingebrochen, aber hey, nur weil einer 30 Sekunden guckt und meint, er hätte die Folge komplett geguckt und kann darauf sagen, hey, kannst du auch bei mir reinschauen? Naja, die Statistiken, da haben wir ja drüber geredet. Schon mal, ich bin ja nicht blöd. Ich weiß ja, wie man das Tool bei YouTube benutzt. Tja. Ich muss mal gucken. Ich bin heilfroh, dass jedenfalls hier ziemlich viele korrekte Leute unterwegs sind. Und die Wahl für die Humbusta ist ja auch ein bisschen, muss ich gestehen, auch auf den Typen, der es gepostet hat, den Vorschlag. Aua. Zurückzuführen, der Herr Spasti, den habe ich mir ausgedacht, der heißt wirklich so. Und Respekt, Keule, dass du dir so einen Namen ausgesucht hast. Ja, ich, als ich den Kommentar heute Morgen noch gelesen habe, ich bin ja erst um, wann bin ich ins Bett gegangen? Um 4. Also für euch jetzt gestern um 4. Ist ja Samstag die Folge jetzt. Ich nehme das ja am Freitagabend für euch auf. Und ja, war schon lustig. Ja. Da habe ich nochmal morgens um 4 nochmal herzhaft gelacht, bevor ich schlafen gegangen bin. Vom Stream. War auf jeden Fall eine echt lustige Sache. Heißt jetzt nicht, dass Leute mit crazy Namen hier bevorzugt werden. Aber bei mir hat sich halt einfach auf die Husqvarna hat sich da einfach nur das Pendel ausgeschlagen, weil ich die Geschichte sehr interessant war, der Firma. Weil ja sich die Motorradsparte ja auch von dem normalen Hersteller abgespalten hat, schon in den 80ern, glaube ich. In den 80ern? Ja, in den 80ern hat sich die Firma abgespalten und das Motorradunternehmen hat sich komplett von den normalen Geräte und Werkzeugen und Management verabschiedet. Das sind sozusagen zwei verschiedene Sachen. Ungefähr so wie Shimano mit Bremsen und Schaltung
Und hier natürlich die Angelrutenabteilung. Das sind zwei verschiedene Sachen. Die meisten Leute wissen zum Beispiel nicht, dass Shimano auch Angeln herstellt, aber naja, das ist eine andere Geschichte. Ja gut, viele wissen auch nicht, dass es ja Mitsubishi Motor gibt und natürlich auch Mitsubishi Waschmaschinen und was nicht alles es gibt. So eine eigene Marke, ne? Das sind so Around-Hersteller. So ungefähr sowas wie Samsung, die ja neben Handys und Fernseher auch Selbstschussanlagen herstellt für Südkorea und Nordkorea. Ne, für Südkorea, genau. Samsung ist ja Südkorea. Da lache ich mich jedes Mal kaputt. Ja, deine Handys und dein Fernseher haben mal eben deine Selbstschuss-Turret-Anlage finanziert, die mal eben sich einmal auf Koreanisch vorwarnt und dann sofort anfängt mit einer Gatling-Gun zu schießen. Genauso muss das sein, da dachte ich mir so, okay, kein Samsung mehr für mich. Ja, sowieso mehr der in Sachen Fernseher und so mehr der LG-Typ. Die sind ganz schön groß. Bei uns hier in Deutschland sind die ziemlich niedrig, aber so im Ausland, zum Beispiel in Dubai und so, da läuft alles über LG. Und in Asien sowieso sind die ziemlich groß vertreten. Naja, da sind die hier auf jeden Fall ein bisschen untergebuttert. So. Sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, wir kommen nicht näher ran. So, erstmal ab an die Box. Lang genug Probezeit gefahren. Erstmal ein bisschen sich an das Spiel wieder ran gewöhnen. Ich bin auch ein bisschen wieder müde. Aber ihr merkt schon, ich reg mich nicht auf. Ich lasse 5 gerade sein. Das liegt einfach daran, heute ist Samstag. Ich habe meinen freien Tag und ich habe übelst ausgeschlafen. Nee. Siehst du, jetzt bin ich schon wieder mit den in Zukunft quatschen durcheinander gekommen. Heute ist Freitag und ich habe heute meinen freien Tag. So rum. Morgen habe ich aber auch meinen freien Tag. Ich habe mir einfach mal einen freien Tag genommen. Nicht, weil ich so lange gestreamt habe, sondern einfach aus dem Grund, dass ich es einfach mal brauche. Bei der Arbeit ist so viel los und die Leute gehen mir da alle auf den Sack. Das ist halt so. Und ich quatsche jetzt auch einfach mal in den Ladebildschirm. Ich habe heute keinen Bock, die Ladebildschirme rauszuschneiden. Wir lassen mal das ganz entspannt. Allein die Huster und die Frosche und der Frosch im Hals, das reicht mir schon, wenn ich das alles rausschneiden muss. Ach ja. Ich habe übrigens mal einen Multiplayer getestet. Und bevor ich jetzt die Aufnahme gestartet habe, vielleicht bin ich deswegen so entspannt, weil ich mich indirekt ein bisschen über das Spiel nicht aufrege, aber genervt bin auf jeden Fall. Denn der Multiplayer bei dem Spiel ist ja wirklich eine Katastrophe. Wenn ihr selber MotoGP 2 spielt, habe ich schon wieder MotoGP gesagt? MXGP 2 spielt, dann habt ihr bestimmt auch schon mal den Multiplayer gespielt. Und ich habe mir jetzt einfach mal aus Jux und Dollerei mal die Silbertrophäe dafür geholt, dass man eine Online-Meisterschaft beendet. Da musst du nicht mal gewinnen, da kannst du Letzter werden, du musst einfach nur mitfahren. Und ich habe es einfach nicht geschafft, die ersten Leute einzuholen. Und da dachte ich mir so, wie krass fahren die mir weg. Es ist sogar von den 6 Rennen, die in die Meisterschaft ausgelegt waren, habe ich es sogar in 2 Rennen geschafft, nicht ins Ziel zu kommen. Da sind mir die 40 Sekunden weggegangen. Und ich habe 0 Punkte dafür bekommen, dass obwohl ich noch einen dritten gemacht habe. Und da dachte ich mir so, wow, wie krass ist das denn? Da habe ich erstmal so die Fehler in Sachen Multiplayer-Design gefunden. Zum Beispiel, ach hier, das ist wieder der kleinste Kipplaster, den es jemals gab. Zum Beispiel ist im Multiplayer auch etwas sehr Interessantes drin. Es gibt kein Bestrafungssystem für unfaires Fahren. Zum Beispiel, dass du andere Leute crashen tust, dass du sie umkippst, dass du sie wegrammst, dass du einen Shortcut nutzt. Es gibt kein Strafsystem in Form von, dass man keine Beschleunigung hat oder so, oder dass die Zeit anerkannt wird oder man zurückgesetzt wird oder sowas. Auch ist es zum Beispiel sehr lustig, wenn du dich im Multiplayer maulst, spawnst du immer auf der Höhe des Fahrers, der dich gerade überholt hat. Das heißt, indirekt hast du dich nach vorne mit einem Crash, wo man eigentlich Zeit verliert, wieder nach vorne katapultiert. Und was du mit einer, bei einer Motocross, die halt schnell beschleunigt, hast du das schnell wieder raus. Das heißt, du liegst immer wieder gut mit auf mit dem Typen, der erst hinter dir war, du dich im Front gemault hast, der dich fair überholt hat. Und dann bist du auf einmal wieder mit ihm auf. Also da denke ich mir so, was ist denn da los? Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen, der Multiplayer. Und es gibt kein True-Skill-Match-System. Es gibt einfach kein True-Skill-Match-System. Ich bin erst eine Meisterschaft gefahren, die privat erstellt wurde, wo ich direkt gezielt in die Lobby reingegangen bin, dass ich es mir aussuchen konnte. Das fand ich schön. Was aber auf jeden Fall nicht ging, ich fahre jetzt noch eine Runde und dann gehen wir direkt ins Rennen, keine Sorge. Was ich aber auf jeden Fall nicht gut fand, als ich denn mal eine Meisterschaft per Schnellsuche gesucht habe, bin ich genau in eine reingekommen zum Glück,
die von drei Franzosen anscheinend gehostet wurde. Die kannten sich. Das waren auch die, die nachher die Meisterschaft gewonnen haben. Übrigens ist es sehr selten, Deutsche bei dem Spiel zu finden. Irgendwie haben die alle keinen Bock auf den Multiplayer. Sehr viele Bulgaren, sehr viele Italiener und vor allen Dingen auch sehr viele Franzosen waren anzutreffen. Aber irgendwie... Ach ja, und ein Spanier. Aber so Deutsche habe ich bis jetzt im Multiplayer überhaupt noch nicht getroffen. Frage ich mich, warum? Ich meine, die Deutschland-Szene ist relativ groß. Und ich glaube auch, die Fans wollen das auch zu Hause spielen, wenn sie jetzt nicht mal quer durch Deutschland reisen, um irgendwie die Motocross-Typen zu verfolgen. Und wenn, dann sind die ja sowieso nur in ihrer eigenen Heim-Compri unterwegs. Naja, wer weiß. So, mal gucken. Ich hoffe, dass wir jetzt, da haben wir zwar ein bisschen gecrashed, aber ich hoffe, wir haben auf jeden Fall noch die Zeit übrig. So, und jedenfalls mit dem True-Skill-Faktor, das ist nämlich, was ist das? Das haben sie, damals hat das Codemaster eingeführt, oder das gab es vielleicht auch schon vorher, aber bei Grid ist es mir halt erst das erste Mal aufgefallen von Codemasters, dass du abhängig davon, wie fair du fährst, wie oft du Gegner rammst, wie oft du den ersten machst, wie oft du den letzten machst und wie oft du halt mit Schaden ins Ziel kommst oder halt keinen Schaden ins Ziel kommst, wird ein True-Skill-Faktor errechnet, wie gut du wirklich bist. Und mit diesem True-Skill-Faktor wirst du dann mit anderen Spielern verbunden, wenn du die Schnellsuche machst. Wenn du gezielt in eine Lobby gehst, dann ist klar, dann suchst du dir das selber aus, wo du rein willst, da ist der True-Skill-Faktor aus. Aber für ein Quick-Race ist das perfekt für den Multiplayer. Hier bei dem Spiel gibt es das nicht. Ich bin als Newbie komplett in eine Lobby reingeschmissen worden, wo nur Typen waren, die schon... Was hatte der erste von den Franzosen? Ich glaube, 51 Meisterschaften gewonnen und ist schon über 10.000 Mal gestürzt. Das heißt, der hat eine Rennerfahrung, das glaubst du gar nicht. Da bin ich hier selbst mit dem Let's Play noch hinten dran. Der spielt das nonstop, das Spiel im Multiplayer. Der macht gar nichts anderes. Der weiß auch, wie das Spiel im Multiplayer reagiert, nämlich komplett anders. Du konntest nämlich einstellen, die hat er nämlich freigelassen, dass man halt... Achso, wir sind schon Erster? Alles klar. Entschuldigung, ich habe mich wieder verquatscht. Zum Beispiel, hatte er die Fahrphysik auf offen gelassen. Und zum meinem Glück hatte ich ja noch auf Pro eingestellt. Und die meisten sind auch auf Pro gefahren. Auch die drei Franzosen sind auf Pro gefahren. Aber es kamen ganz viele rein, die sogar auf Normal oder auf Basic gefahren sind. Ne, mittlere Fahrphysik und auf Basic Fahrphysik gefahren sind. Und die haben auch krass mitgehalten. Das ist ungefähr so wie seinerzeit bei Grid 1, ob man sich selber dazu entschieden hat, in der Cockpit-Perspektive zu fahren oder ob man in der Third-Person-Ansicht fährt. Weil die bei Grid war es so, durch die Kamerawinkel war es weitaus besser und einfacher, ein Rennen zu fahren, weil du einfach viel mehr Platz und Übersicht hattest, gerade in Demolition Derby seinerzeit, dass du die Third-Person gewählt hast, warst du immer ein Vorteil. Und wir haben seinerzeit, wo wir immer auf 360 Grid gespielt haben, immer in der Cockpit-Perspektive gespielt, weil es einfach unsere persönliche Schwierigkeitsgrad war. Genauso wie mit dem manuell Schalten. Ich hatte auch. Schalten war auch auf manuell. Ich war der Einzige, der da mit manuell wird. Die drei Franzosen sind alle mit Automatik gefahren. Und da dachte ich mir dann auch so, ja, schön, dass das so ist, aber warum setzt der mich da rein? Allein von meinen Einstellungen und von meiner True-Skill-Fähigkeit, die nämlich sehr niedrig war, obwohl ich so eine, Pro-Fahrer-Einstellung eingestellt habe bei meinem Fahrverhalten, wurde ich trotzdem zu welchen Leuten geschickt, die übelste Spielerfahrung haben, weil sie einfach in Game-Zeit so viel gerissen haben. Und das verstehe ich nicht. Bei Grid wäre das nie passiert. Da hätte er mir eher gesagt, dass er keine Lobby gefunden hat und hätte mich selber als Host gemacht, dass ich eine Lobby erstelle und dass dann Leute nachjoinen in meine Lobby, die dann auf meinem Skill sind, nämlich Fahranfänger, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß jetzt nicht, ob der Singleplayer auch ein bisschen damit reinzieht, hier die Karriere, die wir jetzt fahren, und weil wir jetzt einigermaßen in der Weltrangliste oben sind, bei der MX2, ob das mit in den Multiplayer mit reinzieht, weiß ich jetzt nicht. Aber da dachte ich mir auch so, what? Naja, und von dem Gelecke brauche ich ja gar nicht reden, ne? Und die Fahrphysik ist auch komplett anders. Komplett anders. Viel nervöser, das krasse Quereinlenken ist hier noch schlimmer. Du fliegst einfach aufs Maul. Hier, du lenkst so ein, lässt die Kupplung ein bisschen schleifen und auf einmal, boom, fliegst du vom Bike. Denke ich mir auch so. Multiplayer, hallo? Ein bisschen fies. Da ist es ja viel besser, wenn du einfach die Fahrphysik auf Basis einstellst und alles andere auch auf Automatik und wirklich im reinsten Arcade-Modus spielst. Da hast du so einen Vorteil gegenüber den Leuten, die das Ding versuchen, ernsthaft zu spielen. Das gibt's gar nicht, wie krass der Unterschied da ist. Naja. Endeffekt hat sich herausgestellt, ich bin dann von den 12, sind auch ganz viele abgehauen, viele da neu nachgekommen. Das ist etwas, was schön ist. Das heißt,
Es gibt keine Mindestanforderung mehr. Obwohl eine Zeit lang, ich glaube beim vierten oder dritten Rennen war das, da hat der Lobbyist, hätte ich jetzt beide gesagt, da hat der Host in der Lobby auf jeden Fall eine ganze Zeit lang, ich glaube fast 10 Minuten oder so, hat er gewartet, bis er das Rennen gestartet hat. Da waren dann auch 12 Leute dabei, weil vorher waren nur 6 dabei. Weil viele während des vorigen Rennens raus sind, weil halt viele sich gemault haben. War eine schwere Strecke. Ich glaube, das war Belgien. Oder war es... Nee, Tschechien. Tschechien war es. Tschechien war ja eine schwere Strecke. Die sind wir gefahren. Und da dachte ich mir auch so. Okay, jetzt sind alle abgehauen. Hoffentlich wird er... Okay. Alter, dreimal, Alter. Und da dachte ich mir auch so. Ja, aber schön, dass die nachjoinen. Und auf jeden Fall, dass die auch in eine offene Meisterschaft einfach reinjoinen können. Ist natürlich schlecht, wenn du einen Quick-Search machst und denkst, du kannst jetzt hier eine faire Meisterschaft fahren und spawnst theoretisch im letzten Rennen rein. Ne? Das ist auch schon ein bisschen blöd. Vor allen Dingen, wenn denn die, die keinen Bock mehr haben, alle rausgehen und du dann alleine in der Lobby bist. Ja, das ist so. Und da gibt es auch dieses Matchmaking, ist ein bisschen komisch. Aber es ist schön, dass es mit Lobbys ist. Das ist etwas ganz Wichtiges. Gerade bei Meisterschaften finde ich sowas ist das A und O. Da könnte sich zum Beispiel Call of Duty immer noch mal eine Scheibe von abschneiden. Denn es gibt nichts Besseres, als sich selber die Lobby aussuchen zu können und Einstellungen daran vorzunehmen. Ich sage nur Rainbow Six 3. Rainbow Six 3 auf der Original Xbox. Da konntest du so viel einstellen. Da konntest du sogar deinen Ping einstellen, welche Leute generell nur draufgelassen werden in deine Lobby, wer überhaupt diesen Ping hat. Oder sogar, dass du einstellen konntest, nicht nur, dass die aus Deutschland kommen sollten, sondern du konntest sogar das Bundesland einstellen, aus welchem Bundesland die Leute nachjoinen können. Das heißt, du hattest einen optimalen Ping, eine optimale Internetverbindung. Zu jedem Zeitpunkt. Und wenn du nur mit Deutschen zusammenspielen wolltest, weil du halt keinen Bock hattest, dass du irgendein amerikanisches kleines Scheißkind dabei hattest, wo du ja selber nur jung warst da seinerzeit. Aber trotzdem, man versteht die Leute ja nicht. Und dann heulen sie rum und dann, fucking German, und hast du nicht gesehen, weißt du? Und dann kommt da so eine Trollsau um die Ecke und nervt dich die ganze Zeit. Was soll das? Das waren noch schöne Zeiten. Sowas würde ich mir wünschen. Selbst bei Battlefield würde ich mir sowas wieder wünschen. Man hat zwar da hier und da halt Lobby- und Serverauswahl, aber die wirklich guten Einstellmöglichkeiten hast du nur, wenn du dir einen Server mietest. Ey, und dafür bezahle ich keine monatliche Mitgliedschaft bei PlayStation Plus. Sowas muss von vornherein möglich sein. Und nicht so eine Schweinerei wie zum Beispiel NBA 2K. 2014 war das, glaube ich. Ich glaube, 2014 war das, was ich besitze. Ich kann jetzt nicht nach hinten gucken, weil ich gerade das Rennen hier fahre. Da haben sie auch nach einem Jahr die Server abgestellt. Und da waren alle Fortschritte aus dem Singleplayer alle weg, weil das online verbunden war mit den Servern. Voll krass. Und ich habe sogar mal den Fehler gemacht und habe mir einmal Mikrotransfers gekauft, weil ich, weil dieses Spiel einfach scheiße in Sachen Skillen ist. Habe ich mir einmal für einen Fünfer was geholt. Hat mir, ach komm mal, Fünfer hast du übrig, kannst du holen. Kommt eh kein gutes Spiel raus in den nächsten Wochen. Kannst auch mal auf den Kopf hauen. Ja, und all diese virtuellen Points sind alle weg. Umsonst. Du hast dafür umsonst den Leuten 5 Euro bezahlt. Du hast den Leuten 5 Euro bezahlt, dass die Server für dich abschalten. So ein Schwass. Naja. Aber ihr merkt schon, ich schweife vom Thema etwas ab. So, aber die Suzuki hier stellt sich echt gut an. Das ist ja kein Wunder. Wir fahren doch hier in Deutschland Farben. Nummer 1. Ist halt so. Ja. Also Multiplayer kann ich es euch sagen, falls ihr noch nicht selber gefahren seid oder ihr das Spiel eventuell holen werdet, mal irgendwann, falls es mal im Preis neu reduziert ist oder so, oder halt irgendwo mal gebraucht findet, kauft es euch nicht wegen dem Multiplayer. Also wenn es da keine faire Lobby gibt mit... Oh mein Gott. Entschuldigung, da war wieder der berühmte Frosch wieder. Da ist mir einfach eine Kröte so in den Hals reingeflogen. Und da fliegen wir ab ins Ziel. Apropos Kröte. Nee, aber wenn ihr euch das Spiel holt wegen Fair Play und so, keine Chance. Selbst wenn du versuchst, Fair Play zu machen. Du maulst dich permanent oder du rammst aus Versehen Leute weg, weil du versuchst, du fliegst irgendwie aus der Kurve raus, versuchst in der Luft wieder zurückzulanden und landest irgendwie auf einen deiner Mitspieler. Also Fair Play ist da wirklich schwer. Das Einzige, wo ich sagen muss, ist, wenn man zum Beispiel ein Community-Rennen oder so machen würde, das ist etwas Faires, das ist auch etwas Schönes, weil da kann man sich absprechen, wie man es macht, was Fair Play ist und so. Da müsste dann natürlich auch jeder mitmachen, ne? Aus
Community gründen halt. Ja, bitte. Also es ist auf jeden Fall intern immer dieselbe Zeit, die das Gatter braucht, bis es runterfällt. Ich muss mir da irgendwann mal einen Kopf machen, wie ich da mal richtig zähle, dass ich im richtigen Moment losfahre. Weil entweder mache ich immer einen Frühstart oder ich verpasse den Start. Na gut, vielleicht ist es auch einfacher, einfach die Bremse gedrückt zu halten und das Spiel auf Automatik zu fahren. Ohne dass ich halt manuell schalte dazu. Aber naja, das ist eine andere Sache. Das ist halt der Schwierigkeitsgrad, den ich mir selber ausgesucht habe. So ist es dann. Und ihr merkt heute ist sehr entspannt. Aber das liegt doch mal dran, dass ich einfach mal richtig ausgeschlafen bin. Und dass ich heute mal nicht in den Saftladen zurück muss. Und da sind wir wieder bei der Sache mit YouTube. Und den Let's Plays. Wenn ich die Qualität erhöhen will, ist natürlich klar. Da muss weniger kommen, weil ich halt einfach aufpassen muss. Vor allen Dingen bin ich dann nicht so gestresst, wenn ich von der Arbeit komme und mich dann noch vor die Konsole setzen muss. Und auch erstmal ordentlich Videos vorproduzieren muss. Weil ich auch sagen muss, dieses Vorproduzieren nervt mich ein bisschen. Weil manchmal hat man einfach keinen Bock. Manchmal hat man einfach keinen Bock, ein Motorradspiel zu spielen. Da ist man wütend, da will man vielleicht einen Shooter spielen. Oder man hat keinen Bock auf Gewalt, da willst du einen Jump'n'Run spielen. Oder einfach mal die Konsole auslassen. Aber da man halt feste Tage hat, indem man welches Spiel auch immer schon mit 7 Folgen vorproduziert, damit man die ganze Woche abdeckt, muss man sich halt durchquälen und ein Spiel spielen, was du nicht spielen willst. Und wenn man einfach nicht die Nerven hat, dafür sich zu konzentrieren. Aber das kennt man ja selber bestimmt, ne? Da erzähle ich euch ja bestimmt nichts Neues. Und da ist es denn so. Da merkt man denn zum Beispiel wie der vorigen Aufnahmesession mit MXGP2, dass ich da mal kurz entgleise, weil ich einfach den Tag, den Alltag nicht vom Let's Play wegnehmen kann. Ich bin einfach kein guter Schauspieler in der Hinsicht. Und mir gelingt das halt. Ja. So, ich hoffe, wir kommen noch irgendwie ran. Wir sind jetzt momentan 8 da, aber es sollte eigentlich ganz gut möglich sein, hier an Petra vorbeizufahren. Ohne dass wir zu aggressiv fahren. Das einzig Gute ist, die Fahrtechnik macht sich echt gut bewährt. Ich habe jetzt übrigens, falls ihr es schon wieder gemerkt habt, ich habe ein bisschen wieder die Pro-Fahrtechnik eingesetzt. Ich mache es wieder mit Gewichtsverlagerung, auch wieder beim Spiel. Obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich will es arcade-mäßig angehen, aber ihr seht schon, wie ich immer, wie krass ich die Gewichtsverlagerung in den Kurven mache. Man sieht auch, wie der Oberkörper ordentlich am Hin- und Herflattern ist. Aber das gehört halt dazu. Man will ja ein bisschen was zeigen, was man kann. Und ich glaube, deswegen gucken ja die meisten hier auch zu. Weil sie ja sehen, oh, da fährt einer auf Pro. Mit manueller Schaltung und mit Gewichtsverlagerung und. Naja. Und er sieht, selbst der Junge hat auf jeden Fall seine Probleme, hier den ersten zu machen. Und das ist doch immer spannend, ob man gewinnt oder nicht. So, Herrlings. Gleich ist hier vorbei der Herrling. Dann mache ich aus dir einen Sperling, Alter. Komm her, ja. Ach ja. Aber ganz ehrlich, man muss auch mal ausrasten. Manchmal muss man auch mal einfach sagen, Alter, Hoden! Oder Poritz oder so, keine Ahnung. Und dann ist man mal wieder kurz frei. Tja, vielleicht muss ich mich auch einfach mal entscheiden, ob ich vielleicht YouTube... ja, den Rücken kehre oder ob ich es halt zu meinem Hauptberuf mache, ne? Oder es offiziell als Nebengewerbe mache. Aber wenn ich es als Nebengewerbe mache, dann habe ich keine Freizeit mehr zum Hauptjob. Und das heißt auf jeden Fall, ich muss entweder in die Teilzeit gehen oder nicht. Das ist natürlich ziemlich riskant, wenn man mal gerade denkt, so 280 Abonnenten, das ist ja eigentlich in der heutigen Zeit gar nichts. Damals, vor 5 Jahren, war das vielleicht noch eine Menge. Heutzutage, wo es ja um Money und hast nicht gesehen und Existenzen geht, ist es eigentlich ein Witz. Da verdienst du gar nichts. Aber, naja, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn es sich irgendwann mal anbietet, dass die Zuschauerzahl so krass angestiegen ist, dass es sich denn lohnt, dann könnte man darüber nachdenken, eventuell. Naja, wer weiß. Wenn es so momentan weitergeht bei der Arbeit, habe ich sowieso keinen Bock mehr da zu arbeiten, weil ich hier irgendwie gerade im wahrsten Sinne des Wortes die Schlampe für alles bin und nicht mal ein Dankeschön bekomme, wenn ich mir den Arsch aufreiße, weil schon wieder... nette Gesten als Selbstverständlichkeit anerkannt werden von gewissen Leuten. Und da denkt man sich auch so, du hässlicher Alter. Naja.
und die Lorbeeren kriegen dann andere. Aber so ist es ja immer. Ungefähr so, als wenn man die Hausaufgaben für wen anders macht und er dann sagt, ja, das habe ich 1A recherchiert. Oder man macht ein Referat zu zweit, der andere macht weniger als man selbst und dann trägt der andere das vor mit seinen Zetteln. Und dann kriegt der andere eine 1 und du nur eine 1 minus oder so. Ja, da kann man sich dann schon ausregen, dass der, der mehr Arbeit macht, weniger Lob bekommt. Zum Glück kriege ich einigermaßen gut Entgelt dafür, ansonsten hätte ich das schon länger aufgegeben. Dann würde ich privat lieber selber Maschinen verkaufen. Sowas wie ein freier Mechaniker. Gibt es ja viele als Fahrradmechaniker gibt es ja viele. Sind ja mit ihrem Transporter oder Sprinter unterwegs und sind fahrende Werkstätten. Finde ich cool, dass es sowas gibt, dass die so einen Mut haben. Aber ich glaube auch, dass es wirklich Essen in die Hand geben, nenne ich sowas immer. Also das heißt wirklich, man lebt von Tag zu Tag Tagelöhner im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn du mal keinen hast, der dein Fahrrad repariert, tja, dann ist das hart. Eine Werkstatt ist da weitaus besser. Oder ein Laden. Da hat man nur einen festen Punkt, wo die Kunden hinkommen. Und man hat auf jeden Fall seine Stammklientel, die vorbeikommt. Und wenn man so ein fahrender Händler ist, als fahrende Werkstatt, da stelle ich mir schon vor, dass da einiges Krasses ist. Vor allem musst du dir ja auch noch Termine einhalten. Wenn du zum Beispiel Flyer verteilst, du sagst, du bist nächste Woche wieder in der und der Stadt, dann musst du da auch sein. Stell dir vor, du hast eine Panne oder so, kannst nicht hin. Oh Mann. So Leute, und wir sehen, die Nummer 69 hat die geklaute 84 von Herr Links 1A weggenatzt mit 9 Sekunden Vorsprung. Ich mach schnell einen Thumbnail und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann wollen wir uns mal die Gesamtwertung angucken. 50 Öcken haben wir wieder verdient. Mann, sind wir ein Traumteam, Leute. Ich sag ja, euch zu engagieren war genau das Richtige. Denn gemeinsam schaffen wir es immer wieder, den Sieg rausholen. Und ich schaff's jetzt auch endlich mal, die geniale Schrauberei, die ihr hier verzapft, endlich mal ins Ziel zu bringen. Finde ich gut. 610 Punkte. Boah, Alter, wir haben schon 54, nein, stimmt gar nicht, 64 Punkte sind wir schon im Vorsprung. So muss das sein, Leute. Und da kriegen wir erstmal ordentlich Cash. Alles für mich, ihr dürft den Ruhm haben. Nein, Ruhm ist eure Zahl, das ist hier Angestellte. Ja, einfach Angestelltengeld ist das. Das könnt ihr unter euch selber aufteilen, wie ihr es haben wollt. So. Tja, Leute, dann würde ich mal sagen, oh cool, schönes Bild mit Fan unterschreiben. Dann würde ich mal sagen, es war mir wieder eine Ehre, dass ihr meine Boxenkugel gemimt habt. Heute war die Folge ein bisschen länger, ganz einfach. Ich habe mich ein bisschen zu sehr im Quali und im Training verquatscht. Aber das lag mir alles mal so ein bisschen auf der Seele. Und damit ihr auf jeden Fall wisst, was demnächst so in nächster Zeit auf jeden Fall auf diesem Kanal ansteht. Das heißt auf jeden Fall auch, wir werden Dirt auf jeden Fall noch zu Ende fahren. Wir werden auch Sebastian Loeb Rally zu Ende fahren. Aber danach werde ich dann halt kontinuierlich die Let's Plays in Sachen Motorsport reduzieren. Keine Sorge, Valentino Rossi kommt ja im Juni und das Ding will ich auf jeden Fall Let's Playen, weil ich will wissen, was da alles los ist. Also keine Sorge. Aber ich werde kein anderes Let's Play abbrechen, einfach so, damit ein anderes fortführt, sondern ich werde das Ganze mal regulär ausspielen und ja, dann ist es zu Ende. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ich habe euch nicht totgequatscht mit dieser extrem langen Folge. Ich bleibe nur mal zu sagen, ihr seid die Besten. Ich bin euer Isaac und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne morgen wieder mit dabei sein. Macht was Sinnvolles. Ciao!